Schwester Mira erwartet eine Schülerin, die von der Notaufnahme auf die Kinderstation überwiesen wurde. Das Mädchen hat schlimme Bauchschmerzen und kann kaum noch aufrecht stehen. Ihr Freund begleitet sie. Hallo, guten Tag. Schwester Mira, mein Name. Kann ich Ihnen helfen? Was haben Sie? Schmerzen. Sie hat Schmerzen im Bauch, sie hat Krämpfe. Okay, dann kommen Sie einmal mit rüber auf die Kinderstation. Wir setzen Sie in den Rollstuhl, dann brauchen Sie ihn nicht. Warten Sie, können Sie sich hier reinsetzen? Ich nehme Sie mal mit in den Behandlungsraum. Die Patientin, die ich vorgefunden habe, krümmte sich vor starken Bauchschmerzen, war augenscheinlich noch recht jung. Ja, da geht man erstmal so vom Blinddarm oder solchen Dingen aus. Dass Schwester Mira mit dieser Vermutung daneben liegt, wird sich bald zeigen. Die Schmerzursache wird nicht nur das Klinikteam, sondern auch die Patientin selbst überraschen. Wie ist das denn mit Ihrer Periode, wenn Sie so starke Bauchschmerzen? Kann das davon sein oder ist das eher im Oberbauch? Ich hatte noch nie so starke Schmerzen. Also ist das im Ober- oder Unterbauch? Unterbauch. Können Sie das lokalisieren? Okay. Aber aktuell ist jetzt keine Periode, dass das damit zusammenhängen könnte. Okay. Die Vitalparameter waren unauffällig. Ich konnte mir keinen Reim daraus machen und habe deshalb direkt die Ärztin hinzugezogen. Was ist mein Name? Hallo. 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 Was ist los? Ich habe total die Bauchschmerzen. Hast du schon so, die Vitalwerte habe ich gemessen, die sind alle komplett unauffällig. Mhm. Ich nehme jetzt noch Blut ab. Die Mutter ist informiert und kommt, weil sie ja minderjährig ist, ne? Mhm. Und jetzt, seit wann bestehen die Beschwerden? Jetzt erst, oder? Seit ein paar Wochen. Also, okay. Wir sind damit noch nie zum Arzt gegangen, wirklich. Und also den Bauch betrifft es nur. Ja. Darf ich einmal abschaffen? Ja, selbstverständlich. Aber das ist zwischendurch so schlimm. Ich habe keine Kraft mehr, ehrlich. Ich bin fertig. Ja. Und ist das denn durchgehender Schmerz oder hört er zwischendurch immer mal auf? Es war eine Zeit lang sehr schlimm, dann war wieder ein paar Tage nichts und jetzt, ich kann das nicht mehr. Das tut so weh. Machen wir gleich einen Ultraschall. Wann haben Sie denn Ihre letzte Periode gehabt? Ich weiß es nicht. In letzter Zeit ist es nicht so ganz regelmäßig. Wir machen mal gerade einen Ultraschall, ja? Ich komme einmal auf die andere Seite. Die Patientin hatte ja sehr, sehr starke Bauchschmerzen. Sie hat sich auch gekrümmt, hat eine Schonhaltung eingenommen. Da hat man natürlich schon so eine Vermutung. Gerade bei Appendizitis, also Blinddarmentzündung, kommen natürlich solche typischen Symptome. Ich habe die Patientin im Bauch natürlich abgetastet. Ja, da bin ich aber auf was ganz anderes gestoßen, was ich jetzt wirklich gar nicht erwartet hätte. Die Ultraschalluntersuchung soll den Verdacht bestätigen. Und tatsächlich muss Birgit Maas nicht lange suchen. Im Bauch der 15-Jährigen versteckt sich eine echte Überraschung. Also ich hatte jetzt so ein bisschen Verdacht, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handelt. Aber was ich hier sehe, ist jetzt was ganz anderes. Sie sind schwanger. Das ist auch richtig. Was? Komm, schau mal rum. Gucken Sie mal hier aufs Bild. Das kann nicht sein. Liebe Zeit. Nein, bitte nicht. Nein, das geht nicht. Das kann nicht stimmen. Das muss ein Irrtum sein. Die Patientin war ja recht adipös, sodass man augenscheinlich jetzt noch nicht unbedingt was sehen konnte. Beim Abtasten ist mir aber aufgefallen, dass schon was im Bauch drin war. Beim Ultraschall war dann natürlich auch klar, was. Denn das Mädel ist schwanger gewesen. Also Sie haben damit jetzt auch in keinster Weise gerechnet, ja? Nach Ihrer Reaktion. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja schon voll groß. Ja, ich hab doch gar nichts gemerkt. Das ist 9.10. Monat, also das dürfte jetzt bald kommen. Haben Sie Ihre Periode? Alles gut, oh Gott. Ey, es kann nicht sein. Wenn wir minderjährige Patienten auf Station bekommen, die unverhofft schwanger sind, sage ich mal, müssen wir besonders einfühlsam sein. Denn es ist ja immer ein Schock. Die stehen ja noch im Schulleben, die jungen Frauen. Und die ganze Zukunft wird sich drastisch wohl ändern. Und wir versuchen ganz besonders liebevoll mit ihnen umzugehen. Alles gut. Sie hat doch die Pille genommen, wie kann das sein? Es kann natürlich auch schon mal, dass die Wirksamkeit durch irgendwas gemindert ist oder die Einnahme vielleicht, also, manch regelmäßig. Wenn wir zurückrechnen, dann müsste ja das kurz vor Weihnachten die Empfängnis gewesen sein. Das heißt, 2 Wochen davor, die letzte Periode. Möglicherweise können, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt noch erinnern können, vielleicht haben Sie einen Durchfall. Aber ich hatte vor Weihnachten eine schlimme Magen-Darm-Grippe.
Das kann natürlich sein, weil durch die, wenn Sie dann auch Durchfall hatten, dann haben Sie die Pille genommen. Die kann im Darm nicht richtig aufgenommen werden, wird ja schneller rausgespült und dann haben Sie eine zu geringe Wirkstoffkombination im Körper. Und dann das wusste ich gar nicht. Erfolgt natürlich der Eisprung, ne? Die Pille bietet natürlich keinen hundertprozentigen Schutz, aber doch einen sehr hohen, fast bei 99%. Jetzt ist es aber so, dass man die Pille natürlich regelmäßig einnehmen muss und es gibt bestimmte Faktoren, die diesen Wirkstoffaufnahme im Körper einfach stören. Dazu gehören natürlich Durchfallerkrankungen, Magen-Darm-Infekte, diverse Medikamente wie auch Antibiotika. Ich bin seit 10 Minuten Vater auf einmal. Ich verstehe, du auf jeden Fall natürlich. Das ist jetzt ein Schock. Natürlich ist das ein Schock. Das hilft aber Ihre Freundin jetzt auch nicht. Das wird sich schon alles finden. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie es dem Kind geht, wie es ihrer Freundin geht. Sie hat ja jetzt ganz offensichtlich Krämpfe. Nein, nee, ich komm. Christine kommt jetzt übrigens. Guck mal, wohin gehst du? Warten Sie doch mal. Nein, bleib hier! Warten Sie doch mal. Wir kriegen das doch hin. Nein. Ich glaube, sind Sie noch minderjährig? Ja, bin ich. Okay, wir werden das mit Ihren Freddy, Eltern da bist doch du ja. Paula, Freddy, warte mal. Sie sind, hallo, Schwester Mira, sind Sandra Sie, kennen Sie, kennen sich, ja? Ja, ich bin die Mutter von Paula. Freddy hat mich angerufen, Paula mit, ist hier. Er ist gerade ziemlich aufgelöst. Ich gebe dir mal das Blut, kommen Sie einmal mit zu Ihrer Tochter. Paula, oh Gottes Willen, was ist denn los, Kind? Ist was Schlimmes? Kind, was ist denn? So, ich spreche gerade mit Ihnen. Also Ihre Tochter, ja? Ja, ist meine Tochter. Ja, die kam halt zu uns wegen starker Bauchschmerzen. Ja, sie hat schon seit längerem hin und wieder mal Bauchschmerzen. Und ich habe schon gesagt, wir müssen zum Arzt, aber sie wollte nicht wegen Schule und Prüfung und... Ist denn was Schlimmes? Soll ich mit deiner Mutter mal reden? Ja? Was ist denn, Kind? Also es ist schon, darf ich? Ja, soll ich sagen? Es ist schon so, dass wir jetzt festgestellt haben nach dem Ultraschall, dass sie schwanger ist. Ich bekomme ein Baby. Aber du nimmst doch die Pille. Aber sie nimmt doch die Pille. Ja, aber sie hat jetzt ja schon mal versucht zu rekonstruieren. Es war wohl so, dass sie... Was zu der Zeit der Empfängnis. Die Gynäkologin wollte ziehen Sie ruhig kommen. Mal die Beine ein bisschen an, das entspannt ein bisschen. Die kommt jetzt auch. Hast du wahrscheinlich mal eine Erkrankung gehabt? Und hallo, Christine. Hallo. Schön, dass du da bist. Wirkt die Pille nicht mehr so. Hallo. Hallo. 15-jährige Schwangerschaft. Mit starke Bauchkrämpfe kannst du da mal. Ja, ich guck mal. Hallo. Wie heißen Sie denn? Ich bin Paula. Okay. Ich bin hier die Frau Dr. Klaasen. Ich bin die Gynäkologin. Ja, darf ich mal auf Ihren Bauch schauen? Wo ich das hier beurteilen konnte, stand die Geburt unmittelbar bevor. Der Kopf hatte sich schon in den Geburtskanal gesenkt. Das natürlich... klaren Fall für meine Kollegin, die Gynäkologin, damit sie dann die bevorstehende Geburt tatsächlich begleiten kann. So, das kennen Sie noch nicht. Das wird jetzt gleich mal laute Geräusche geben, aber es ist nur so, dass wir ein CTG machen. Das heißt, wir kontrollieren die Herztöne von dem Kind und wir können halt auch die Venen hier abmessen. Der 16-jährige Freund der Schwangeren hat sich total überfordert aus dem Staub gemacht. An der Seite ihrer Mutter muss die 15-Jährige jetzt noch einmal ganz stark sein. Sie ist nicht nur unverhofft schwanger, ihr Baby kommt noch heute. Steht denn schon jetzt fängt er an zu schwangen, ne? Ja, also die Herztöne sind zu hören, die sind klar und deutlich. Also ich denke, wir können dann tatsächlich jetzt in den Kreißsaal fahren. Und das heißt, ich bin noch gar nicht auf eine Schwangerschaft. Auf eine Geburt vorbereitet. Ich habe doch ganz schön schwanger gelebt. Meine Ärzte wollen jetzt erstmal noch dir keine Sorgen. Wir machen jetzt ganz viele Leute an deiner Seite. Wir helfen alle. Nach der näheren Untersuchung haben wir festgestellt, dass wir wirklich ganz schnell handeln mussten und die Patientin relativ zügig in den Kreißsaal geschoben haben, weil wir feststellten, dass die Geburt eigentlich schon im Gang ist. Was niemand ahnte, die schlimmen Bauchschmerzen, die die Neunklässlerin schon seit Tagen quälen, waren bereits erste Anzeichen der bevorstehenden Geburt. Wie geht es um ein bestimmtes Kind? Ich mache so Sorgen um mein Baby. Haben Sie denn in Ihrer Schwangerschaft geraucht oder auch Alkohol getrunken? Nein. Also wenn Sie das nicht gemacht hast, dann hast du ja schon wirklich ganz viel Gutes für dein Kind getan. Mama! Also, alles gut. Also wenn das nicht auszuhalten ist, können wir gerne eine PDA setzen lassen. Kennen Sie? Ja, habe ich bei ihr damals auch. Also wenn... Paula, sonst du hast du meine Hand drücken. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn du da eben. Und zwar Vorbereitung für eine PDA gleich, ne?
Eine PDA empfehlen wir gerne, wenn wir merken, dass die Venen so massiv sind, dass die Mutter zu sehr presst und damit auch dem Kind schon schaden kann, indem es dann einfach die Sauerstoffzufuhr etwas unterbindet. Und damit wir das Kind auch schützen, empfehlen wir gerne eine PDA. Hallo. Hallo. Paula, wie Sie sind die Frau. Ich bin die Frau Bach. Hallo. Hallo. Jetzt hier. Ich bin der Narkosearzt, Dr. Pfeil, mein Name. Sie möchten eine Periduralanästhesie. Okay, wie weit ist es denn eigentlich? Es ist, also die Geburt ist jetzt am Anfang. Der Muttermund ist schon 10 cm geöffnet. Wir können also jeden Moment rechnen, dass die Geburt anfängt. Okay, dann beeilen wir uns. Ich muss hinten den Rücken desinfizieren, steche dann in den Raum zwischen den Wirbelkörpern hindurch, im Bereich des Rückenmarks, um dort die Spinalnerven etwas zu besänftigen. Das heißt, es läuft eine dauermedikamentöse Therapie mit Schmerzmitteln, die dann dazu führt, dass die Schmerzen weniger werden, aber immer noch vorhanden sind, weil die Geburt muss weiterlaufen, die werdende Mutter soll auch weiter pressen und sie kann weiterhin auch die Beine bewegen. Wir sehen hier schon das Köpfchen. Und jetzt kommen langsam die Presswehen. Und schön, jetzt langsam, langsam pressen, langsam. Und wieder ruhig, wieder schön durchatmen. Tief einatmen. Genau. So, wird's schon besser ein bisschen? Ja, sehr gut. Das war mein Ziel. Ne? Wunderbar. Ich komme später noch mal vorbei, schau noch mal hin, aber dürft alles in Ordnung sein. Ja, okay. Okay? Danke. Alles Gute. Machen Sie es gut, ne? Also. Auf Wiedersehen. Jetzt wieder. Ja. Und pressen. Und atmen. Pressen, genau. Dabei. Pressen. Sehr gut. Es muss raus. Sehr gut. Hier zu mir hin. Nach der Rückenmarksbetäubung geht dann alles ganz schnell für den schwangeren Teenager. Ohne jemals einen Geburtsvorbereitungskurs besucht zu haben, bringt sie ihr Baby zur Welt. Das Klinikteam um Christine Klaassen und ihre Mutter unterstützen die 15-Jährige. Fest sein! Oh, wow. Ja, da ist es ja. Da ist es. Ja, wunderbar. Es ist geschafft! Es ist ein Mädchen. Wie soll denn das Mädchen Pass mal auf. Guck mal hier. Ich glaube, ich finde den Namen Polly wunderschön. Polly, ja, ich danke Polly. Also, wunderbar. So, alles sieht gut aus. Farbe ist rosig, Puls ist in Ordnung. Ja, alles dran. Der Abgartest ist 10. Alles komplett. Also, ja, ja. 10, okay. Mit dem Abgasschema wird der postnatale Zustand des Säuglings begutachtet. Verschiedene Parameter werden dort begutachtet, wie Puls, Atmung, Aussehen, Reflexe und der Grundtonus. Dafür gibt es gewisse Punkte. Je höher die Punkte sind, desto besser ist der Zustand des Kindes. Maximal gibt es 10 Punkte. Das Kind ist untersucht worden von unserer Kinderärztin. Also es ist alles in Ordnung, hat die ganze Punktzahl von dem Abgartest erreicht und Sie können ganz, ganz glücklich sein, ein gesundes Kind zu haben. Ich gratuliere. Oh, jetzt kommen sogar wieder die Tränen. Ich bin so erleichtert. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen beiden. Wir schaffen das. Ich bin immer für dich da und wir schaffen das zusammen. Danke, Mama. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Ja, schauen wir doch nur mal das kleine süße Baby an. Ich mach mal Platz das hier. Das ist doch so schön. Schauen Sie mal, gebe ich Ihnen jetzt. Können wir die Beine auch dabei runternehmen? Da ist ein bisschen entspannter. Können wir ein bisschen den Moment genießen. Sieht alles gut aus, gesund. Ja, wir haben die erste Untersuchung gemacht. Schön rosig, alle Fingerzehen dran. Ja, schön. Feststellen. Hat sogar einmal noch ganz. Gott sei Dank. Ganz Guck, schön Meister. Geguckt. Alles ja, gut geschafft. Bei Ihnen ne? gerade. Also, ich hab doch gesagt, du schaffst das. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch auch noch mal von mir. Ne? Danke. Obwohl sie nichts von einer Schwangerschaft geahnt hat, könnte die Schülerin kaum glücklicher sein. Jetzt steht nur noch eine Versöhnung mit ihrem Freund aus. Er hatte die Klinik fluchtartig verlassen, als er erfahren hat, dass er Vater wird. Am Abend scheint er sich etwas beruhigt zu haben. Hallo, Schatz. Hallo. Ja, ist er doch, Siehste. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich war einfach zu nervös und du weißt ganz genau, wie das jetzt war. Und das kam ja auch alles sehr plötzlich. Das ist deine Tochter. Das ist deine Tochter. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hallo. So, Paula, darf ich auch mal gerade? Also ich muss ehrlich sein, ich wäre gerne ein bisschen später Opa geworden. Es war doch ein Schock im ersten Moment.
Aber ich bin so undenkbar stolz, endlich oder Margits Großvater geworden zu sein. Und ich werde euch unterstützen, ich werde für euch da sein. Und wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Das ist so lass nett. Ich mal drücken. Oh, das ist so nett. Danke. So, eine Kleinigkeit, ja? Danke sehr. Jetzt muss die Mutter. Ich bin froh, dass du das genauso das, siehst. Das schaffen wir schon, okay? Genau, wir helfen euch. Prima. Dann schaffen wir das alles. Macht alles gut. Es wird noch die O2-Untersuchung gemacht und dann darf die glückliche Familie nach ca. 5 Tagen nach Hause. Und es ist sehr, sehr erfreulich, dass sie alle zusammenstehen und gemeinsam das Kind großziehen werden. Die Teenmutter und ihre kleine Tochter konnten das Krankenhaus wie geplant nach 5 Tagen verlassen. Den jungen Eltern gelingt es mit der Unterstützung ihrer Familien, alle Alltagsprobleme gut zu meistern.